Da hinten ist sogar ein Cargo-Bob, Alter. What the fuck, Alter? Wie geil ist das denn? Leute, schaut es euch mal an. Holy Macaroni, ist sogar ein Cargo-Bob, sogar in Camouflage. Ja, moin. Cargo-Bob einfach erstmal zerstören. Abchecken, was drin so abgeht. Oh, shit. Was geht ab, Leute? Euer Fraps mit Dodge ist am Start. Und zwar heute mit einem neuen Video, Leute. Und wie ihr bereits im Hintergrund sehen könnt, bin ich heute mal nicht in GTA, sondern in einem anderen Spiel. Aber, Leute, das hat natürlich seinen Sinn, denn ich werde euch heute gleich was zeigen. Ihr seht ja selber im Hintergrund, da sind auf jeden Fall ein paar richtig coole Sachen da im Hintergrund. Aber das werden wir uns gleich auf jeden Fall nochmal anschauen. Und, Leute, auf jeden Fall haben wir einen neuen Gast. Ihr seht, links unten ist auf jeden Fall Dodge am Start. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht von diversen Streams. Und Leute, ihr könnt ja mal gerne schon mal auf den Like-Button hauen und auf jeden Fall abonnieren, falls ihr das Ganze noch nicht getan habt. Denn bei 150.000 Abonnenten haben wir ein mega krasses Gewinnspiel für euch am Start. Und Leute, vergiss nicht, Fraps Gaming abzuchecken. Ich mache Fortnite-Videos auf dem zweiten Kanal. Würde mich mega freuen, wenn ihr mich dort supporten würdet. Denn bei 10.000 Abonnenten gibt es dort auch erneut ein Gewinnspiel. Naja, wie gesagt, Leute, lasst mir ein Like da. Teilt dieses Video auf jeden Fall mit euren Kollegen. Vielleicht auch mit euren Kollegen, die eventuell Minecraft oder so spielen, denn Leute, wir haben hier auf jeden Fall richtig krasse Sachen für euch am Start. Ich werde euch richtig krasse Sachen zeigen. Ich denke mal, ihr habt sowas noch nie in eurem Leben zuvor gesehen. Also sowas krasses, ohne Witz. Also Leute, das, was ich hier gesehen habe, das ist wuh. Aber auf jeden Fall, ich würde doch sagen, Leute, wir trödeln nicht lang rum und würde ich sagen, ja, wir starten mal eigentlich mit dem Review hier, denn ich möchte euch heute in Minecraft etwas zeigen. Heute ein bisschen anderes, ja, Commentary wird ein Live-Commentary sein. Ich hoffe, das ganze Commentary wird euch gefallen, denn Leute, wie ich bereits gesagt habe, ich habe was richtig krasses für euch am Start und ich zeige euch mal einen kleinen Vorschau von hier oben. Ja, auf jeden Fall richtig krass. Naja, Leute, kommen wir auf jeden Fall wieder back zum Thema. Und zwar sind wir hier gerade auf der Maze Bank. Das hier ist die Maze Bank. Und wir haben uns gerade hier oben auf der Landeplattform befunden. Seht ihr auch gerade hier im Hintergrund. Und Leute, ich zeige euch heute die GTA 5 Map in Minecraft. Ein diverser YouTuber, den ich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, ein Minecraft-YouTuber, hat einfach so ein Video dazu veröffentlicht, wie er so eine ganze Map gebaut hat. Er hat gesagt, es hat auf jeden Fall richtig lange gedauert, bis das Ganze fertig war. Es ist auf jeden Fall eine 1:1 Nachstellung aus, wirklich aus GTA. Es ist eine 1:1 Nachstellung, auch mit der Größe der Karte. Finde ich auf jeden Fall übertrieben krass. Damals, zu dem Zeitpunkt, war die Karte noch nicht ausgereift. Wir werden heute mal schauen, ob die Karte vielleicht heute ja, komplett ausgereift ist. Und ich würde sagen, Leute, wir starten hier direkt erstmal mit der Maze Bank hier. Jeder kennt die Maze Bank, ja. Und ihr könnt ja schon mal sehen, ist auf jeden Fall sehr detailtreu gemacht. Dort oben können wir auch sehen, dass dort ein Maze Bank steht. Also hier auf der linken Seite steht Maze, dann steht hier Bank. Das Logo wurde auch sehr schön gemacht. Hier finde ich geil, diese Fensterputzerkran oder wie man das nennt, ist auf jeden Fall dort auch befestigt. Und von hier aus könnt ihr noch ein paar Jets sehen. Dieses Gebäude, was noch niemals in GTA in 6 Jahren gefühlt gebaut worden ist. Es ist immer noch in Bau, ist auf jeden Fall, ach, naja, Rockstar halt. Auf jeden Fall, Leute, könnt ihr gerade sehen, wie das Ganze hier von hier unten ausschaut. Sieht auf jeden Fall richtig fresh aus, meiner Meinung nach. Es wurde wirklich 1:1 nachgebaut, wie ihr sehen könnt. Die Brunnen sind da. Alles ist wirklich 1:1 nachgebaut worden. Natürlich kann man halt manche Sachen nicht komplett 1:1 nachbauen, weil es halt die Materialien dafür in Minecraft nicht gibt, was es halt sonst in GTA gibt. Aber trotzdem haben sie sich da richtig viel Mühe gegeben. Und das Ganze hier halt auf jeden Fall gebaut. Aber Leute, könnt ihr hier schon die Maze Bank sehen. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig brutal aus. Ist auf jeden Fall schön gemacht. Hier haben wir auch auf jeden Fall die Straßen. Dann haben wir hier schon mal ein paar Gebäude, die uns bestimmt bekannt vorkommen. Wie ich bereits vorhin erwähnt habe, Leute, hier ist das Gebäude, was niemals fertiggestellt worden ist. Und die ein oder anderen von euch kennen dieses Gebäude auf jeden Fall. Und ich finde es einfach krass, wie detailgetreu das doch gemacht worden ist. Denn es ist erstaunlich, was genau hier gebaut worden ist, Leute. Ihr könnt sehen, hier unten sogar hier drinnen ist alles 1:1 nachgebaut, wie ihr sehen könnt. Leute, in GTA ist das ja auch so, dass wir hier unten reingehen können. Alles, was wir hier sehen, sehen wir auch in GTA so und das finde ich einfach übertrieben krass. Wie kommt man denn eigentlich überhaupt auf die Idee, sowas nachzubauen? Das ist gigantisch, Leute. Das ist übertriebens gigantisch. Gigantisch. Dann haben wir hier auf jeden Fall diverse Gebäude, die kennt man ja. Hier haben wir beispielsweise Simeons hier Autohaus, können wir uns ja auch nochmal gerne anschauen. Also ich werde euch jetzt nur die Sachen zeigen, die wir auch aus GTA wirklich kennen, weil manche Sachen sind sehr uninteressant. Wenn ich euch jetzt die ganzen Gebäude hier zeigen würde, juckt ja keinen, denke ich mal. Auf jeden Fall haben wir hier Simeon seine Werkstatt und die wurde auch wirklich richtig geil
nachgemacht, Leute. Und jeder, der die Mission hier drin kennt, weiß, wie das Ganze hier aussieht. Hier hat man schön die ganzen Spots und so weiter. Ich feiere das auf jeden Fall, wie viel Liebe hier doch eigentlich drin steckt. Und ohne Witz, Leute, alles wurde 1:1 nachgemacht. Also man kann sich wirklich nicht beschweren. Wir schauen uns doch mal hier drüben nochmal. Hier Moss Mutual ist hier beispielsweise. Also dort, wo wir unsere Fahrzeuge auslösen können. Hier ist ja auch beispielsweise Trevor seine Garage hier. Könnt ihr ja sehen, hier haben sie so ein Garagentor gemacht. Sieht auf jeden Fall mega cool aus. Ich würde mal sagen, wir begeben uns mal zu der anderen Seite von der Karte. Ich muss auch gestehen, Leute, nicht alles wurde komplett full zu Ende gebaut. Das müsst ihr natürlich auch wissen, weil einfach irgendwann geht es nicht mehr weiter, beziehungsweise da haben sie einfach so einen Umriss gemacht. Ich werde euch das Ganze gleich aber nochmal zeigen. Ihr seht auch hier die ganz normale S-Bahn-Station, gibt es hier die ganz normalen Wege. Hier ist das Benny's. Natürlich müsst ihr bedenken, Leute, dass Benny's, also diese Map wurde hergestellt, als Benny's noch nicht da war. Das heißt, wundert euch bitte nicht, warum hier diese ganzen Verzierungen hier nicht... Oh, jetzt habe ich hier das Benny-Gebäude kaputt gemacht. Aber wir können ja mal reinschauen, was da abgeht. Oh... Hallo? Sogar da, oh, das Benny-Gebäude wurde sogar leicht nachgemacht, sehe ich gerade. Naja, auf jeden Fall, Leute, habe ich hier einen Teil von der Karte kaputt gemacht. Also RIP auf jeden Fall an den Hersteller. Tut mir auf jeden Fall wirklich leid, was ich hier getan habe. Aber auf jeden Fall, Leute, gucken wir uns das Ganze nochmal weiter an. Ihr könnt hier auch sehen, sehr viele Schriften und so weiter, die hier überall hin und her gehen, wurden auch mit eingefügt. Ihr seht, alles wurde richtig cool gemacht, meiner Meinung nach. Hier haben wir auch weitere Schriften, Leute. Ist echt cool nachgebaut, muss man schon real sein. Wir können uns ja auch nochmal gleich den Stripclub anschauen und so weiter. Wie es dort ausschaut. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir gehen erstmal hier lang, weil dort hinten ist die Waschanlage. Und Leute, genau diese Teile hier, die wir sehen, diese komischen Holzdinger hier, das sollen die Kabelleitungen sein, die wir in GTA haben. Und dann sehen wir hier schon mal die Waschanlage, Leute. Ist richtig cool gemacht. Die Waschbürsten sind, oder es wurde versucht, detailgetreu alles nachzubasteln. Also finde ich auf jeden Fall richtig cool von denen. Also mega, mega nice. Also hier steckt so viel Arbeit drin. Das glaubt man eigentlich kaum. Und Leute, ich will euch auch wirklich in dieser Folge gar nicht mal alles zeigen, weil vielleicht kommt noch eine zweite Folge, wenn das Ganze hier bei euch sehr gut ankommt. Und wir können sehen, wir sind hier gerade beispielsweise beim Stripclub. Hier haben sie versucht, so ein paar Bilder nachzustellen, die es dort gibt. Dann seht ihr ja, Leute, von außen ist das auch richtig detailgetreu gemacht worden. Feiere ich auf jeden Fall zu sehr. Sogar hier oben ist alles detailgetreu gemacht. Also mega, mega cool auf jeden Fall. Wir gucken mal, ob wir vielleicht reingehen können. Ich denke eher nicht, aber ja... Okay, ja, also wir können nicht rein, aber trotzdem ist es auf jeden Fall cool gemacht worden. Man muss auch sagen, Leute, an manchen Stellen ist jetzt die ganzen Verhältnisse von den Abständen her sind nicht 1:1, aber das ist ja auch wirklich schwer, Leute, muss man schon real bleiben. Weil das kriegt man ja nicht alles so ganz genau detailgetreu hin. Ich habe auf jeden Fall ein Video von ihm gesehen gehabt, wie er das Ganze erstellt hatte. Und da war das halt so, dass er dann hingegangen ist, hat sich die GTA-Map von oben angeschaut. Und dann haben die das Ganze hier so nachgebaut. Und das haben sie mit einem, ich glaube, mit einem 15-Mann-Team haben sie das Ganze gemacht. Also finde ich auf jeden Fall zu krass. Ohne Witz, es ist brutal geil gemacht worden. Hier sehen wir auch das Krankenhaus, Leute. Hier oben finden wir beispielsweise in GTA immer einen Cargo-Bob oder diverse andere Helikopter. Und es ist... faszinierend einfach, was daraus geworden ist. Ihr könnt mir ja nicht erzählen, dass das nicht GTA ist. Also jedes kleine Kind, was hier auf jeden Fall draufkommt, weiß auf jeden Fall, dass wir uns hier in GTA befinden und dass wir uns eine GTA-Map anschauen in Minecraft. Also Leute, das ist schon auf jeden Fall richtig krass. Hier sehen wir sogar ein Tatütata, ne? Man weiß auf jeden Fall Bescheid. Hier ein Feuerwehrauto, ist schön gemacht worden. Sogar die Feuerwehrstation wurde nachgebaut. Wie krass ist denn das? Alter, hier können wir sogar... Naja, keine Ahnung, was da stand. Aber auf jeden Fall gehen wir mal weiter. Wir schauen uns das Ganze mal an. Also es gibt, es muss, was ist das? Oh shit, oh shit. Wir haben schon wieder was kaputt gemacht. Ja, ich bin übelster Minecraft-Noob, Leute. Nimmt's mir nicht übel. Sorry auf jeden Fall, dass ich das Gebäude jetzt hier kaputt gemacht habe. Aber ich bin nicht der Overpro, Leute. Müsst ihr natürlich auch bedenken, ich spiele Minecraft, glaube ich, zum dritten Mal in meinem Leben vielleicht. Aber auf jeden Fall zurück zum Thema, Leute. Ich bin natürlich immer gespannt, was man sich halt anschaut. Es gibt natürlich so viel zu sehen, Leute. Ihr müsst bedenken, die Karte wurde 1:1 komplett full, also full nachgebaut. Und deswegen, bevor wir dort Richtung Eclipse Tower gehen und so weiter in dieser Folge, würde ich sagen, wir schauen uns doch irgendwas anderes mal an, weil... Ich sag mal so, wenn das Ganze gut ankommt, zeige ich euch einfach die anderen Sachen, weil wenn wir uns jetzt wirklich, wie gesagt, alles anschauen würden, würde das Ganze doch auch schon ein bisschen länger dauern. Und wir sehen hier auf jeden Fall den Kanal, den wollte ich auch unbedingt zeigen. Da hinten beispielsweise, Leute...
Der ein oder andere kann es, denke ich mal, erraten. Das ist auf jeden Fall die Garage von Franklin, wo wir dann hingehen können und dort unsere Garagen positionieren können. Finde ich auf jeden Fall cool gemacht. Dann haben wir hier auch beispielsweise die Tankstelle, die hier oftmals ist. Wir gucken mal, ob wir was in der Groove Street finden können. Also die Groove Street ist irgendwo da hinten. Wir gehen da auch gleich hin. Das ist ja dieser bekannte Kreis, wo man hier immer rumfährt. Hier sind immer BMX und Gangmitglieder und so weiter. Kann man hier immer BMX-Räder finden. Finde ich auf jeden Fall echt cool gestalten. Es ist fast 1:1 nachgebaut. Ihr müsst natürlich bedenken, Leute, die Maps, also beispielsweise da hinten irgendwo, sieht es ein bisschen anders aus als hier, weil die Aufgaben wurden aufgeteilt, so dass halt, sagen wir mal, dass Spieler A diesen Teil der Map baut, Spieler B baut irgendwo einen Teil da hinten irgendwo in Afghanistan. Also das wurde immer so gemacht, dass halt die Aufgaben aufgeteilt worden sind, und nicht wundern, wenn halt mal die ein oder anderen Map-Punkte ein bisschen anders gestalten sind als die anderen. Wir können hier den Kanal sehen wieder, Leute, und dann können wir hier auch die Arena sehen. Es ist, also Leute, seid mal ehrlich, also es ist wirklich 1:1 nachgemacht worden, die Arena. Mega, mega Respekt dafür. Ohne Witz, ich feiere das auf jeden Fall. Das wird auch ein bisschen längeres Video, denke ich mal. Aber ich möchte einfach nochmal alles hier schön zeigen, in Ruhe. Sieht auf jeden Fall richtig brutal geil aus, Leute. Hier haben wir sogar die Schiffe. Alter, wir haben hier die Brücke richtig geil nachgebaut. Dann haben wir da unten die Schiffe. Ey, mega Arbeit. Wir gehen nochmal ganz kurz zum Flughafen und checken mal ab, was beim Flughafen so abgeht. Oh shit, das wurde ja richtig geil nachgemacht, Leute. Könnt ihr ja selber hier gerade im Hintergrund sehen, Alter. Brutale Sache, brutale Sache. Alter, Los Santos Marine. Wurde auch alles hier detailgetreu nachgebaut. Finde ich übelst krass, Leute. Es ist faszinierend, wie sowas gemacht worden ist. Also feiere ich auf jeden Fall. Ihr könnt auf jeden Fall den Erstellern gerne auch ein Like da lassen. Wie gesagt, der Link zu denen ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und hier sind wir auf jeden Fall beim Flughafen, Leute. Und ihr könnt sehen, also ich brauche euch da nicht viel zu sagen, es ist 1:1 nachgemacht. Guck mal, sogar Leute, die Rampe hier wurde 1:1 nachgemacht, wo man hier hochgehen kann, das soll ein Auto nachstellen. Klar, man kann jetzt kein Auto hier reinbasteln, aber ist auf jeden Fall richtig cool gemacht worden. Das Parkhaus ist hier, der Flughafen ist hier, da gehen wir auch nochmal gleich hin. Der Tower ist hier, dann sehen wir Los Santos International. Boah, das ist so cool gemacht, Alter. Mega coole Sache, ohne Witz, Leute. Übelst krass. Dann sehen wir hier den Hangar, Eingang zum Flughafen. Hier ist die Rampe, beziehungsweise die Mülltonne, wo wir immer rüberspringen, um in den Flughafen zu gelangen. Devin Westens Hangar ist hier auf jeden Fall. Da hinten ist sogar ein Cargo-Bob, Alter. What the fuck, Alter? Wie geil ist das denn? Leute, schaut das euch mal an. Holy Macaroni, hier ist sogar ein Cargo-Bob, sogar in Camouflage. Ja, moin. Cargo-Bob einfach erstmal zerstören. Abchecken, was drin so abgeht. Oh, shit. Naja. Ja, gut, naja, wir gehen auf jeden Fall mal weiter und, hier sehen wir, hat sich gerade das Flugzeug da hinten bewegt? Warte mal, habe ich mich jetzt gerade, Leute, skipp mal bitte ein bisschen, also skipp mal jetzt hier an der Stelle ein bisschen zurück und sag mir mal bitte, ob sich das Flugzeug hier vorhin gerade bewegt hat, oder habe ich jetzt gerade nur geträumt? Also es sah so aus, wie, als ob sich das bewegt hat. Aber es ist so faszinierend, wie die Flugzeuge hier nachgemacht worden sind. Da hinten sind halt die Flugzeuge, das ist irrelevant da hinten, denke ich mal. Guck mal, Leute, beispielsweise hier haben wir sogar das Pegasus-Logo. Hier oben auf diesem Hangar ist auch richtig cool detailgetreu nachgebaut worden. Also Leute, ich feiere das übertrieben krass. Es ist so cool. Also echt, ohne Witz, mir fallen hierfür keine Wörter ein. Es ist mega übertrieben krass, ohne Witz, Leute. Also brutale Sache, was die Leute hier geleistet haben. Aber Leute, ich würde doch sagen, hier an der Stelle beenden wir aber dann auch das komplette Review hier. Denn ich möchte das Ganze vielleicht in zwei Teile aufteilen. Falls euch das Ganze natürlich gefallen hat, können wir uns noch die weitere, also den restlichen Teil der Karte, können wir uns dann in der nächsten Episode anschauen, falls ihr da Lust drauf habt. Ihr könnt mir auch gerne ein Like da lassen und gerne mal rechts oben abstimmen, ob euch diese Episode hier gefallen hat und ob ihr noch eine Episode sehen wollt. Und dort zeige ich euch dann die interessanten Locations wie Sandy Shores oben zeige ich euch dann. Dann zeige ich euch den Eclipse Tower, die Garagen, die wir haben, ganz normal Maze Bank Tower von innen. Das habe ich euch vorhin nicht gezeigt.
Und ja, vielleicht lässt sich da auf jeden Fall was finden, Leute. Ich bin mal richtig gespannt. Ich habe hier schon wieder die komplette Karte hier zerstört. Mann, ich bin so ein Noob. Aber auf jeden Fall, Leute, wäre es mega nice, wenn ihr mir jetzt auf diesem Video hier ein Like da lassen würdet. Und dann würde ich sagen, Leute, ich verabschiede mich jetzt hier an der Stelle und würde sagen, wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Episode. Falls euch das Ganze natürlich gefallen hat, teilt dieses Video mit euren Freunden. Folgt mir auf Instagram, auf Snapchat, Fraps und YT. Ich hau da mal rein, Leute. Haut rein. Get with the flow. Euer Fraps und der Dodge. Ciao.